Einen wunderschönen guten Tag an alle Cineastinnen und Cineasten da draußen. Willkommen hier wieder bei Movie Check und zu der Filmkritik zu Captain Underpants. Captain Underpants ist ein Film aus dem Jahr 2017, released unter dem einstigen Label von 20th Century Fox, hat eine Laufzeit von 89 Minuten und wurde mitunter von David Soren inszeniert. Worum geht's? Es geht um George und Harold. Das sind zwei Schüler, zwei beste Freunde in der vierten Klasse, die nur Flausen im Kopf haben, die sehr kreativ sind, die mitunter aber auch ihren Lehrern und allen voran ihrem Direktor, Mr. Krupp, ordentlich auf den Senkel gehen. Und diese kreativen jungen Menschen haben ein Faible für das Zeichnen von Comics. Allen voran des Zeichnens ihrer eigenen Comicfigur Captain Underpants. Und es kommt natürlich im Verlauf der Geschichte so, wie es kommen muss. Sie treiben es zu wild mit ihren Lehrern, allen voran eben mit ihrem Direktor. Und der möchte sie in getrennte Klassen setzen und ihre Freundschaft damit zerstören. Sie hypnotisieren ihren Lehrer und im Zuge der Hypnose wird ihr Lehrer bzw. ihr Direktor, Mr. Krupp, zu Captain Underpants. Jedes Mal, wenn irgendeiner von den beiden Jungs schnippt. Trollala! Und schon bricht das Chaos los. Gleichzeitig tritt aber auch ein etwas dunkler und zwielichtiger Charakter in den Mittelpunkt, Professor Pipipups, der wirklich, wirklich böse, böse Pläne verfolgt. Und die letzten Endes eigentlich nur von einem waschechten Helden, wie zum Beispiel Captain Underpants und seinen beiden Sidekicks, Harold und George, aufgehalten werden kann. Das Thema des Filmes ist also, man hört es glaube ich schon aus der Synopse heraus, wirklich Freundschaft und die Folgen, die entstehen können, wenn man Freundschaft vielleicht sogar mutwillig zerstören, sprich entzweien möchte. Und das letzten Endes, was emotional dann in einem passiert. Das ist so der Kern dieses Filmes und das finde ich auf jeden Fall schon mal, weil es ja ein Kinderfilm ist, die FSK hat den Film auch ab 0 eingestuft, ein wichtiges Thema, weil Freundschaft ja kein in Stein gemeißeltes Etwas ist, sondern ja mitunter auch eher etwas Fluides, ja, das ist ja auch variationsreich, ja, beziehungsweise in einem stetigen dynamischen Wandel. Wir entwickeln uns als Menschen ja weiter und dass sich Menschen weiterentwickeln müssen, das steht außer Frage, müssen aber junge Menschen ja mitunter auch erst lernen. Ich musste das ja auch irgendwann mal lernen und bin immer noch nicht abgeschlossen damit und würde auch immer noch behaupten, dass ich alles andere als in jeder Beziehung reif bin. Aber okay, das ist so mein klassischer Ansatz, wo ich sagen muss, okay, die Story spricht mich tatsächlich an. Obwohl das ein mitunter sehr, sehr infantil gehaltener Humor ist, der wirklich Kinderherzen wahrscheinlich exorbitant krass berühren dürfte, mich aber nicht so wirklich. Das ist aber auch nicht schlimm, weil das eigentliche Grundthema mich dafür umso mehr anspricht. Freundschaft, Zusammenhalt und der Mut, sich gegen eine Übermacht, auch eine autoritäre Übermacht zu behaupten. Das fand ich richtig, richtig toll. Insgesamt muss ich sagen, dass das Setting dieses Films relativ klein und damit auch relativ eng gehalten ist. Das hat mich etwas irritiert. Wir sind eigentlich entweder in der Schule oder in dem Baumhaus der beiden Jungs, Harold und George. Und wir sehen auch keine Erwachsenen. Das hat mich auch total irritiert, ja. Wenn lause Jungs wie Harold und George so viel Mist bauen, wie Rektor Krupp aufzählt in einer Szene, dann hätte man sich doch irgendwann mal die Erziehungsberechtigten eingestellt, ne? Und das ist etwas, das passt irgendwie für mich als Erwachsenen überhaupt nicht ins Gesamtbild. Wenn man die ganze Zeit irgendwelche Kinder sieht und eventuell ein paar Lehrer, aber sonst nirgendwo ein Indiz dafür hat, dass in dieser Welt noch irgendwelche anderen Erwachsenen existieren. Das ist also wirklich so ein reines Autoritätssetting, ja. Wir haben einmal den Lehrer und den Direktor da oben und unten sind die Befehlsempfänger, die nur funktionieren sollen, nur ausführen sollen, die Schüler. Ja, und auf dieser Ebene bewegt sich dieser Film, springt die ganze Zeit hin und her, erinnert mitunter auch ein bisschen an Typisch Andy, eine alte Super-RTL-Serie, die ich übelst krass abgefeiert habe. Und das hat mir auf jeden Fall richtig, richtig viel Nostalgie-Flashbacks geliefert, was ich nicht verkehrt fand. Mitunter
Insgesamt muss ich aber sagen, dass der Humor und auch die Umsetzung der Streiche mir tatsächlich bei Typisch Andy früher besser gefallen hat als hier in diesem Film. Das ist aber nebensächlich. Was die Effekte angeht, wir reden von einem Animationsfilm. Das ist natürlich ein Film, der ohnehin ohne Effekte nicht existieren würde. Sprich, wir reden eigentlich nicht um Effekte, sondern eher über die Art und Weise, wie diese 3D-Animation tatsächlich ausschaut. Und ich muss sagen, das sieht eigentlich relativ schick aus für einen Animationsfilm dieser Ausmaße. Wir haben ja ein Budget von knapp 38 Millionen US-Dollar gehabt. Das Fünffache davon hat er eingespielt. Ich meine, so bei 125, 130 Millionen US-Dollar ist er rausgekommen. Und ich finde es witzig, by the way, dass man hier diesen Hauptcharakteren Harold und George es auch ermöglicht und erlaubt hat, die vierte Dimension zu sprengen, weil damit der Zuschauer unweigerlich Bestandteil dieses Filmes wird, nicht unbedingt in einer ausführenden Funktion, sondern eher so als, wir erzählen jetzt dir, dem Zuschauer, direkt, was wir als nächstes machen. Das fand ich ein nettes Gimmick, kennen wir aus Deadpool und aus ähnlichen Filmen und fand ich auf jeden Fall ein nettes Gimmick. Hatte ich aber auch so nicht erwartet. Was den Soundtrack anbelangt, zeichnet sich Theodore Shapiro verantwortlich. Der hatte auch bei Why Him oder auch Central Intelligence mit The Rock den Soundtrack beigesteuert. Und ich finde, das ist eine passende musikalische Untermalung zu diesem kindlich gehaltenen Humor. Und gleichzeitig passt es aber auch auf das Superhelden-Thema, das in den entsprechenden Szenen natürlich auch zwischenzeitlich aufpoppt. Diese ganze Weirdo-Attitüde dieses Filmes, die mit dem Trollala Captain Underpants immer auftaucht, finde ich auch richtig nice hier musikalisch untermalt. Allerdings, und das fehlt mir hier in dem Film, wir haben keinen wirklichen Wiedererkennungswert im Soundtrack und auch kein, meiner Ansicht nach, als solches wirklich klar dezidiert vorhandenes Superhelden-Thema für Captain Underpants. Insgesamt ist dieser Film sehr unterhaltsam, der aber meiner Ansicht nach für die wirklich spärliche Handlung ziemlich langatmig ausfällt. Ein Kurzfilm hätte mir für diese Story tatsächlich gereicht. Da werden noch nicht mal wirklich parallele Handlungsstränge aufgezeigt, sondern da gibt es mitunter auch teilweise einfach nur irgendwelche Filler-Szenen und das passt einfach nicht so gesamt ins Bild, wenn dann auch noch die Gag-Dichte und die Gag-Qualität relativ dünn ist. Und wenn dann mitunter auch der ein oder andere Gag immer wieder im Film mitunter kopiert wird und immer wiederkehrt, dann ist das auch nicht unbedingt etwas, was auf Dauer funktionieren kann. Und deswegen war dieser Film mitunter auch etwas zäh für mich. In der Genrewertung vergebe ich für Captain Underpants 2,5 von 5 möglichen Punkten und in der Filmwertung 3 von 5. Insgesamt also 5,5 von 10 möglichen Punkten. Ich finde, das ist eine solide Wertung. Man kann natürlich hier und da im Detail nochmal drüber streiten. Dementsprechend bin ich auch gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren. Solltet ihr mit meiner Wertung nicht d'accord sein, schreibt mir eure Meinung auf jeden Fall bitte in die Kommentare. Und sobald ihr das getan habt, werde ich auf jeden Fall auch wieder zurückschreiben und reagieren, weil ich eben finde, dass wir hier ein Forum sind, in dem wir uns austauschen. Mein Input habt ihr bekommen. Ich freue mich auf euer Input. Da unten könnt ihr abonnieren. Social Media Kanäle fliegen hier, glaube ich, die ganze Zeit durchs Bild. Und das war's von mir. Nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme sind einfach geil.